Tagchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Isst Gesünder. Ich bin Felicitas Teen und heute mache ich ein köstliches vegetarisches Sommergericht. Es gibt grünes Curry. Für unser grünes Curry brauchen wir Zucchini, Brokkoli, Erbsen, Kokosmilch. Zum Würzen nehme ich Sojasauce, grüne Currypaste, Schalotte, Knoblauch, Ingwer, Ahornsirup, geröstetes Sesamöl, Limette und obendrauf für den Crunch ein paar Cashewkerne. So, ein bisschen schnippeln müssen wir. Und zwar habe ich hier eine Schalotte und Knoblauch und beides wird klein gehackt. Für mich ist Curry das perfekte Mittagessen im Sommer. Schnell gemacht, frisch, leicht, lecker und ganz viele Leute werden davon auf einmal satt. Die Schalotte einfach in Würfel schneiden. Du kannst natürlich auch eine Zwiebel nehmen, je nachdem, was du gerade zu Hause hast. Dann habe ich hier Knoblauch. Kein Curry ohne Knoblauch, zumindest nicht bei mir. Einmal draufhauen, damit er sich leicht ausziehen lässt. Und dann einfach auch klein hacken. Ich hole eine Pfanne und dann wird angeschwitzt. Zum Anschwitzen gebe ich ein bisschen neutrales Öl in die Pfanne. Und dann organisiere ich mir noch eine Reibe für den Ingwer. So, das läuft ja reibungslos bei uns. Dann habe ich hier den Ingwer und da bin ich faul. Den schneide ich nicht, den schäle ich nicht, den reibe ich einfach rein. So ein schönes Geräusch. Wenn der Ingwer nämlich so fein gerieben ist, merkt man gar nicht, dass die Schale dran ist. Wenn du Ingwer kaufst, achte immer drauf, dass die Knolle schön fest ist und am besten glänzend, dann ist er richtig schön frisch. Mmh. Wenn das Ganze richtig schön duftet, kommt die grüne Currypaste dazu. Vorsicht, die grüne Currypaste ist übrigens die schärfste. Erst grün, dann rot, dann gelb. Also je nachdem, wie scharf du es magst, gib ein bisschen weniger rein. Man merkt es jetzt schon, durch das Anrösten wird das Aroma so richtig schön verstärkt. Dann darf jetzt die Kokosmilch dazu. Ich habe eigentlich immer so eine Dose zu Hause, für den Fall, dass ich mal denke, auch heute Mittag ein Curry. Manchmal setzt sich ja in der Kokosmilch das Fett so ein bisschen ab, aber gerade ist es so warm in meiner Küche, dass alles zu einer richtig schönen Masse zusammengeschmolzen ist. Praktisch eigentlich. Während das Ganze ein bisschen einköchelt, schneide ich schon mal das Gemüse und passend zum grünen Curry habe ich eine Zucchini und diesen Mini-Brokkoli. Den gibt es inzwischen immer öfter im Supermarkt. Den finde ich echt praktisch, weil den kann ich einfach so reinwerfen. Du kannst aber auch normalen Brokkoli nehmen oder Spinat oder jedes andere Gemüse, was du im Kühlschrank hast. Wir sagen ja immer Zucchini, aber eigentlich ist das die Mehrzahl. Es müsste richtig Zucchino heißen, also wie Cappuccino und so. Aber ich glaube, da würdet ihr mich komisch angucken. Ich bleib bei Zucchini. Die Zucchini-Scheiben, Zucchino-Scheiben. Also, Zucchini rein damit, genau wie unser Mini-Brokkoli. Wie sommerlich das aussieht, oder? Toll. Bei mir muss es ja auch immer ein bisschen knusprig sein, deswegen kommen obendrauf noch Cashewkerne. Und damit ihr Aroma noch verstärkt wird, röste ich die kurz an. Die brauchen aber gar kein Fett, die können einfach so in die Pfanne. Du kannst natürlich auch gleich geröstete kaufen und dann sparst du dir einen Schritt. Genau so müssen die Cashewkerne aussehen. Dann kann ich jetzt meinen Curry abschmecken. Und zwar habe ich hier geröstetes Sesamöl. Super lecker, aber nur sparsam verwenden, weil es sehr intensiv ist. Und am besten immer zum Schluss dazugeben. Also nicht darin anbraten oder so. Sojasauce macht das Ganze richtig schön herzhaft. Du kannst aber auch Fischsoße nehmen, dann wird es noch thailändischer. Bisschen Salz dazu, aber nicht mehr so viel, weil Sojasauce ist ja schon salzig. Und jetzt Limettensaft und Abrieb. Farblich passend. Mmh, ist so frisch und sommerlich. Perfekt. Und Wurst aber, es sollte auch ein bisschen süß sein, deswegen kommt noch Ahornsirup dazu. Wenn das Curry fast fertig ist,
kommen die Erbsen dazu. Die habe ich einfach aus dem Gefrierschrank genommen, sind immer knackig, aber brauchen nur 2-3 Minuten und dann sind sie fertig. Also ich sage ja immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Aber so ein rein grünes Curry ist irgendwie auch ganz cool. Als Würze zum Schluss habe ich jetzt hier noch Thai-Basilikum. Schmeckt wie Basilikum, aber irgendwie ein bisschen aufregender, ein bisschen parfümierter und passt perfekt zu Curries. Wenn es das bei dir nicht gibt, kannst du natürlich auch Koriander nehmen oder alles andere, was grün ist. Aber ganz zum Schluss dazu geben. Ich organisiere mir Reis und dann wird angerichtet. Ich versuche das Ganze jetzt so richtig wie im Restaurant anzurichten. Dafür kommt der Reis in so eine Schale. Und dann hoffe ich, dass er auch wieder rauskommt. Ich habe hier so eine coole Streetfood-Schale. Nice. Yeah. Das sind die kleinen Momente. Und jetzt das Curry einfach an die Seite. Ich kann es kaum erwarten zu probieren. So, noch ein bisschen extra Limette drüber. Kann nicht schaden. Wow, dieses grüne Sommercurry sieht so köstlich aus. Und was ja gar nicht alle wissen, in Thailand isst man gar nicht mit Stäbchen, sondern mit Löffel und Gabel. Und das mache ich jetzt. Oder mir reicht auch der Löffel. Ich liebe einfach jede Art von Curry und das schmeckt so lecker. Es ist frisch, es ist knusprig, es ist cremig. Und dann diese Limette. Mach das auf jeden Fall nach. Und wenn du jetzt denkst, ich hätte aber lieber ein gelbes Curry, dann kommst du jetzt hier zu meinem Blumenkohl-Curry. Ich hoffe sehr, dass dir das Video gefallen hat. Lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniere den AOK Gesundheitskanal und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf die Sommerrezepte. Ist gesünder.